Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit meinem Aquapainter aka Oli. Und das Thema zum Bau meiner Modelleisenbahn Spur N1 zu 160. Heute, ja, es ist eine missglückte Testfahrt. Ich sag's mal so, es hat Bumm gemacht. Ja, und zwar hatte ich ja angedacht, jetzt hier mal eine kleine Testfahrt hier oben zu machen. Sieht auch soweit alles nett aus, die Züge rollen schön und ja, meine BA52 hier im Vordergrund, die hat immer ein bisschen gezickt, muss ich dazu sagen, und die fährt nicht so richtig rund. Ich habe sie mir auch schon angeguckt, da muss man mit dem Zahnrad irgendwas, da fehlt glaube ich ein Antrieb. Da komme ich aber noch mal im weiteren Verlauf oder Video mal gucken drauf. Und ja, das hat auch recht gut funktioniert. Hier oben habe ich jetzt das Signal umgestellt, so dass meine V200 da hinten schön langsam und, wie sagt man, smooth losfahren kann. Und ja, das klappt doch alles soweit sehr gut. Und jetzt kommt gleich wieder der Schwenk auf die 52 hier hoch, die mit den, ja, Güterwaggons unterwegs ist. Jetzt hält übrigens hier links am Bildrand, sehen wir gerade nicht, ist ein Signal. Deswegen bin ich ja auch am Bahnhof angehalten, so wie es später ja auch sein soll. Und jetzt fahre ich auf die Strecke hoch, wo später mal so eine Industriesache, und zack, da hinten ist er entgleist. Wer meine Anlage halbwegs kennt, oder wenn nicht, kann ich ja sagen, da oben ist eine Bogenweiche, meine letzte Bogenweiche in der Anlage drin. Genau unten drunter in der Schleife ist nämlich auch eine gewesen, da hatte ich mal ein Video dazu gebracht. Und da war, wie soll ich denn sagen, auch jeder fünfte Zug entgleist, aber auch normale, auch die Drehgestellloks wie hier, auch entgleist. Und aber die Dampflok oben mit ihren doch recht starren Rädern hat ein bisschen Problem auf diesen kleinen Kreis da oben. Das ist wirklich R1, was ja eigentlich, ich sag's mal wieder mit meinem eigentlich, kein Problem ist. Die schafft den R1 super, auch in der Wendel, aber mit der Bogenweiche oben geht das leider nicht. Ich habe es früher immer probiert, es hatte sehr gut funktioniert, aber irgendwann wollte es nicht mehr. Und da werde ich es jetzt wahrscheinlich so machen. Das fliegt raus da oben. Also ich werde mich wahrscheinlich auch von der Lok trennen. Die läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die ruckelt ein bisschen und die knattert ein bisschen. Ich habe das Gefühl, weil die wird nur auf einer Achse angetrieben. Der Rest geht halt über das Gestänge. Und ich habe gesehen, dass da eine zweite Achse mit Zahnrädern drin ist. Und die wird nicht angetrieben. Also da entweder fehlt da was. Die Lok hatte ich mal gebraucht, gekauft vor einem Jahr ungefähr. Und entweder fehlt da drin was oder wie auch immer. Ich komme beim nächsten Mal nochmal drauf zu sprechen. Und da möchte ich mal drauf eingehen. Und ich werde wahrscheinlich auch die Bogenweiche oben rausnehmen. Weil das ist ein ähnliches Video, hatte ich ja schon mal, wo eben die Bogenweiche rausgeflogen ist. Weil, naja gut, da kommen wir wie gesagt nochmal separat drauf. Jetzt gehen wir mal auf den zweiten Teil im Grunde genommen hier drauf. Oder kommen wir mal zu dem zweiten Teil, besser gesagt. Ich hatte ja in meinem vorletzten Video ja diesen Öltank da hinten gebaut. Und den habe ich jetzt eingebaut. Das habe ich euch jetzt hier noch nicht gezeigt, weil ich sag mal so, ich will ja auch nicht immer nur den gleichen Inhalt bieten. Aber man sieht das hier recht schön. Ich habe die Rohre da links und rechts verlegt. Habe da diesen halben Öltank, jetzt habe ich das Wort vergessen, hier einen Öltank angebaut und die Lampe dahinter, aber ich sag mal, das ist jetzt alles kein Hexenwerk, da gehe ich auf die Lampe gar nicht mehr ein. Ich habe es zwar gesagt, aber das ist Quatsch. Hier oben, sehen wir, habe ich dann eine kleine Übersicht lediglich, weil ich habe hinten ein bisschen Erde wieder verlegt. Praktisch, ich habe jetzt den Berg oben festgemacht. Der ist zwar nicht an der Wand festgeklebt, aber der ist jetzt unten fest. Ich habe da mit Erde, ich arbeite übrigens sehr, sehr gerne mit Erde, wie man auch hier sehen kann. Ich habe das vorne verfüllt. Ursprünglich wollte ich da mit Gips oder mit Spachtel arbeiten und dann eine Erdschicht auftragen. Aber warum? Ich kann doch die Erde gleich direkt auflegen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das mit der Erde, die aufgetragene Erde jetzt hier, finde ich schöner, als das da mit Gips zu modellieren. Ich habe das auch irgendwie nicht eingesehen, weil ich möchte es ja eh erdig haben, und warum soll ich Gips bemalen, Gips irgendwo ja in Form bringen, wenn die Erde das von Natur aus kann. Ich finde, das ist ein super, super modellierbares Medium, wenn man das mal so sagen kann. Und wenn ihr das jetzt hier festmacht, wie beim Gleisschotter, das ist super hart und super fest. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Vielleicht ist das ein Hinweis oder ein Tipp für irgendjemand, der auch so arbeiten möchte. Ich finde das fantastisch. Da kannst du richtig schöne Landschaften mitbauen, ohne da irgendwie versuchen, das immer alles möglichst echt hinzukriegen. Wenn es schon echt ist, muss man es nicht mal echter machen, sage ich immer so schön. Und jetzt natürlich oben der Schotter wieder, das habe ich auch jetzt nicht im Video drin, weil ich sag mal, wie Schotter gelegt wird.
Das weiß wahrscheinlich jeder, und wenn nicht, ich habe ein Video dazu noch gemacht. Hier sehen wir dann, wo ich alles verklebt habe. Das heißt, ich nähere mich jetzt langsam dem Ganzen, dass ich den Hintergrund endlich so weit habe da oben, dass ich sagen kann, fertig, Uli, das hast du jetzt endlich geschafft und jetzt kannst du endlich weitermachen. Zum Beispiel da links, wo da der hellgrüne Hartschaum noch ist, da wird wahrscheinlich als nächstes weitergebaut. Da muss ich mal überlegen. Wenn einer eine Idee hat, rein in den Kommentar, was kann man da bauen? Da liegt ja die Platte noch oben drauf. Ich hatte vor, so ein bisschen Industrie dahin zu bringen. Vielleicht sogar was mit Motoren, was sich so ein bisschen bewegt oder sowas. Das ist also hier vorne links da, wo die Lücke ist, die bleibt ja abnehmbar. Ich muss ja an das Gleis runterkommen, wenn mal da unten was passiert. Aber das soll halt so schön kaschiert werden. Wahrscheinlich auch vorne wieder mit einer Erdkanne, dass man das nicht sieht. Und Bäumchen drauf. Hier habe ich jetzt übrigens, da sieht man ja ganz gut, das Gras drauf gekrümelt. Auch hier habe ich alles ein bisschen geschnitten und habe mal eben gesehen, das Gras tauchte eben einfach auf im Bild. Ich habe das geschnitten, das ist ja nur alles keine Sache jetzt hier. Da hinten sehen wir übrigens das kleine Förderband hinter meiner Hand. Das habe ich damals aus bei meiner Spur Z noch ausgedruckt aus dem Internet. Das war ein echtes Förderband, habe das dann in vier Lagen zusammengeklebt und ist es da hinten gelandet. Das ist, glaube ich, in dem Video mit dem Seitenberg. Ich werde es mal oben verlinken, wenn es jemanden interessiert. Und jetzt hier vorne natürlich die Erde, die ist jetzt wirklich knochenhart da unten drunter. Die saugt noch leicht den Klebergemisch hier auf, aber wirklich nur noch leicht. Und ich sag mal, lass einziehen, was einziehen will, umso fester wird's. Und ja, jetzt kommt ja auch der Grasstreuriesel oben drauf. Meine kleinen rostigen Signale sehen wir hier schön überall. Die funktionieren prächtig. Ich mag sie richtig, die kleinen Kerlchen. Die sind irgendwie richtig passend zu meiner Anlage, zu diesem Industrie-Look mehr oder weniger. Hier habe ich jetzt schon die Büsche aufgeklebt. Das ist ja das Islandmoos, die Moosköpfe. Und dann habe ich in meinem Lager noch gefunden Belaubungsmaterial für 5,95 Euro von der Firma Busch. Das soll ich, habe keine Ahnung, 30 Jahre alt oder irgend sowas. Und das ist schon ziemlich dick da drin. Ist ja kein Lebensmittel. Man kann es ja noch benutzen, habe ich mir gesagt. Da kam der Geiz wieder in mir hoch. Und man sieht das hier so ein bisschen, das ist naja, ist nicht wirklich rieselig. Aber mein Gott, ich sag mal, in der Natur ist ja auch nicht alles eben und gleich. Und deswegen habe ich das jetzt mir überlegt, machst du einfach drauf. Dann habe ich hier auf die Moos, Island Moosköpfe da Weißleim. Ich glaube, das war jetzt ja, der war unverdünnt, der ist jetzt so wie er halt ist, da aufgebracht worden. Und das mache ich bei dem rechten auch jetzt hier noch drauf. Das Gras ist ja schon so weit drauf. Weiter vor nach links wollte ich übrigens noch nicht mit Gras arbeiten, weil da kommt ja an die Kante da oben an dem hellgrünen Styrodur oder Hartschaum da, wo schwarz gepinselt ist, kommt ja noch was hin. Da muss ich gucken, ob da eine glatte Kante hinkommt, ob ich das als Böschung mache. Da muss ich mal schauen, wie man das machen. Das kommt auf jeden Fall in einem der anderen Videos. Ich möchte sowieso mal ein bisschen immer hin und her springen jetzt zwischen dem neuen Teil und dem sogenannten alten Teil, der ja auch gerade erst da entsteht. Hin und her springen. Und jetzt kommt hier das verflockte Zeug hier drauf. Manches grümelt noch, manches fällt in Brocken auf die Büsche unten drauf. Aber ja, ich sag mal, es sieht netter aus als vorher. Und das ist doch eigentlich das, was ich will. Und es lockert doch das Moos ein bisschen auf. Und ja, macht das Ganze noch irgendwo hübsch. Und hier habe ich mal irgendwo einen richtigen dicken Flocken da aufgetragen. Da hinten übrigens die kleine Scheune, das ist alles Papier. Das sind diese Halbreliefgebäude, wie ich auch hinterm Bahnhof stehen habe. Das war so derselbe Zeitraum, wo ich gebaut habe. Da sind ja auch zwei Lampen mit angebracht. So, dass ich jetzt übrigens auf der gesamten Hinterseite, auf dem Background, auf meinem Hintergrund, entsprechend auch Beleuchtung habe. Also die geht jetzt tatsächlich von dort oben links bis nach... Ja, bis zur Fabrik hier, bis zu meiner letztgemachten Fabrik, wo die zwei Lampen dran sind, habe ich jetzt also die ganzen Z-Lampen da irgendwo noch mit verbaut. Und ich habe immer noch welche, mal gucken, was ich damit machen will. Ich habe ja die andere Seite jetzt noch neu oder andere Projekte angehe. Alles klar, das war's für heute. Ich danke dir fürs Zuschauen, mach schön gut, dein Aquapainter aka Uli. Tschüss!